Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2. Wir haben nur noch einen Gang vor uns und das ist dieser nette Gang hier. Versucht Geschoss, okay? Und dann werden wir doch mal gucken, wo wir hier jetzt rauskommen. Wir sollen also irgendwas schießen. Versucht links. Und was haben wir links? Oh, okay. Links, rechts, verschlossene Tür. Da oben können wir auch hoch. Dann wollen wir doch mal so gucken. Wir haben noch 31 Pfeile. Das ist. Oh, na klasse. Das hat schon mal super geklappt. So, die kommen auch einzeln. Das finde ich ja mal richtig gut. Komm, das können wir ihm noch geben. Oh, aufpassen. Ach, und diese Steuerung wieder, ne? Die ärgert mich wieder so. So, dann mach doch mal. Jawohl. Gegenstand aufheben. Der bewegt sich nicht. Oh, Höhlensoldaten Stulpen vom Fleck. So, schön. Noch ein Item. Nehmen wir natürlich mit. Jawohl. Heimatknochen und Lebensstein. Super. Finde ich phänomenal. Phänomenal. Können wir hier schon durch? Nö, war ja klar. Wir haben so viele verschlossene Türen. Da weiß ich schon gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Aber gelobt sei die Sonne, ne? So schön es auch klingt. Ach, da oben ist ein Item. Okay, dann komm mal her, mein Freund. Komm mal her, komm. Komm, werter Lanzenträger, Speerträger, whatever. Ja, hast du schön gehauen. Jawohl, und wieder daneben. Ja, schöne Sache. So, wir gucken uns natürlich fleißig um. Hier sollten wir, glaube ich, nicht runterspringen. Oh, hier haben wir eine Nebelwand. Okay. Ah, ich weiß nicht, sollen wir da jetzt schon durch? Nee, da hinten ist noch ein Gegenstand. Oh, da liegt ein Toter. Oh, da oben ist auch noch einer. Okay, dann wollen wir doch erstmal versuchen. Nanu. Ja, ich kann den auch nicht anvisieren. Das ist natürlich jetzt alles andere als klasse. Ey, warum kann ich den nicht angreifen? Aha, jetzt steht er auf. Okay, dann machen wir es als auf die altmodische Tour. Dann lassen wir ihn erstmal aufstehen. Was hat der denn für eine Waffe? Ah, jawohl. Da haben wir unseren Crit. Schöne Sache. Der hatte einen Degen in der Hand oder so, ne? Gelbes Kraut zweimal. Cool. Ach, wie ist man da oben hochgekommen? Nanu? Hier kann man bestimmt nicht hoch. Das funktioniert ja nicht so, wie ich das immer so gerne hätte. Normalerweise müsste er sich da oben hochkraxeln. Das geht aber nicht. So, was haben wir denn hier? Da oben haben wir einen Gegner. Ich werde bestimmt nicht mit dir auf dem schmalen Eckchen da kämpfen. Das kannst du mir glauben, mein Freund. Du kannst mal schön hier runterkommen. Auf jeden Fall. Jawohl. So, und dann komm doch mal her. Oh, da kommt sogar noch einer. Das wäre sogar ein Hinterhalt gewesen. Ah, ganz schön frech, mein Freund. Jawohl, so. Wo ist Nummer 2? Ja, komm mal runter. Komm. Komm schon. Komm schon. Ja, hau mit dem Schwert. Zack, da ist einen drinnen. Eins, zwei. Und da kommt natürlich der dritte Angriff. Jawohl. Der starke Angriff ist eigentlich schon ziemlich cool. Der macht auch mehr Schaden. Ach, und jetzt ploppen mir wieder die Nachrichten auf. Wo ist er denn hergekommen? Ach, genau über uns, hä? Ist da noch einer, der uns jetzt in den Rücken fällt? Sieht nicht danach aus. Da bin ich doch mal gespannt, was die da beschützt haben. 5000 Seelen. Eieieiei. Eine Hellebarde. Oh. Eine Hellebarde. Ach, guck mal, es sieht doch wieder so cool hier aus, ne? Warte mal. Ach, schön hier mit der Sonne. Ja, Tag-Nacht-Rhythmus gibt es ja bekanntlich nicht. Ach, cool hier. Das gefällt mir. Das sieht richtig nice aus. Oh, der hat einen Kopf verloren, hat aber noch seinen Schwert in der Hand. Coole Sache, solche Ruinen. Aber, Freunde, wir haben eine Hellebarde. Wo ist die Hellebarde? Das müsste sie sein. 20 Stärke und 14 Geschick. Ja, danke. Aber 175 Schaden. Wahnsinn. Tja, Freunde, wir haben 5000 Seelen. Wird so und so irgendwie mal Zeit, dass wir wieder zurückkommen. So, gehen wir mal hier runter. Ich weiß nicht. Sollen wir es riskieren? Ich meine, wenn er hinterm Boss wartet und wir sollten es nie schaffen, können wir ja immer wieder dahin, um unsere Seelen wiederzuholen, ne? Ach, komm. Kein Boss. Glaube ich zumindest nicht. Auch keine Gegner. Hallo? Da ist ein Vieh. Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Und das hier, Moment mal.
Wo hatten wir es denn? Genau, das müsste es sein. Das sind diese komischen Insekten oder Reptilien. Oh nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das hat uns jetzt noch nicht entdeckt, ne? Okay, das Besondere ist, die haben besondere Materialien wohl dabei. Und hör mal, du hast 22 Pfeile, also bitte. Das Besondere ist, dass die wohl, ja komm, lauf gegen die Wand oder so. Die sind halt nur einmal da. Jawohl, wir haben es sogar beim ersten Mal geschafft. Und eine Titanitscherbe, zweimal. Das Ding ist, die versuchen wegzulaufen. Die springen auch in den Tod oder so, so wie ich es halt jetzt weiß. Ich habe mir das mal eben kurz notiert, aber haben, wie gesagt, besondere Materialien dabei, zum Beispiel wie diese Titanitscherben. Wenn ihr es nicht schafft, die, oder wir es nicht schaffen, die das erstmal umzuhauen, dann müssen wir an ein Leuchtfeuer und können wieder hier hinkommen. Dann sind die wohl auch wieder da. So, dass du dort natürlich dir hier so ein Nickerchen machst, ne? Das sieht man ja. Oh, da haben wir ja. Ja. Boah, was hat er denn für eine Reichweite? Hör mal. Das war aber nicht nett, ne? Freund, da müssen wir mal hier ein Wörtchen miteinander reden. Schon wieder ein Gegenstand. Eine Feuerbombe. Cool. Ja, die Bomben sollten wir auch eigentlich mal einsetzen dafür, dass wir die ganze Zeit hier Inventar haben und so. Nachricht lesen. Flinkfinger voraus. Wir haben die ganze Zeit tolle Gegenstände, benutzen sie aber nicht, ne? Oh, doch. Da ist noch ein Gegenstand. Ein großer Lederschild und ein Lebensstein. Ein neuen Schild. Finde ich ja gar nicht so schlecht. Lederschild, weiß ich ja nicht. Ich glaube, hier unser Drachenschild ist schon besser, ne? So, hier haben wir es doch. Ah, ne. Habe ich hier falsch verglichen, oder? Kann das sein? Ne, mit dem Schild. Oha, ich glaub's nicht. Das ist sogar stärker, Freunde. Es ist stärker gegen jegliche Zauber, Blutungs, Gift und Finsternisgedöns. Ah, es hat weniger Balance. Es ist aber leichter und ich finde das besser. Das werden wir mal benutzen. Wie sieht es denn aus? Ja, ein Lederschild halt. Kämpfen wir halt damit mal ein bisschen. Finde ich natürlich cool. Aber Sackgasse. Aber ich meine, ich weiß, wo wir sind. Wir sind hier an dem Gitter. Das konnten wir nicht öffnen. Oh, hier ist noch etwas. Bloß nicht runterfallen. Feuerpfeile. Jawohl. Sehr gut. Wir haben Feuerpfeile. So, und zwar, hier können wir nämlich jetzt das Gitter öffnen. Jawohl. Sehr schöne Sache. Das konnten wir nämlich von der anderen Seite nicht öffnen. Achso, jetzt sind die Typis wieder da, ne? Nö, wir klettern jetzt erstmal hoch. Denn wir haben so viele Seelen und so viel Stuff dabei. Bevor wir jetzt überhaupt mal hier irgendwie weitergehen, Freunde, werden wir auf jeden Fall am Leuchtfeuer rasten und dann nochmal zurück nach Majula reisen. Für das ein oder andere Level. Machen wir auf jeden Fall. So, da sind wir nämlich dann auch schon angekommen. Ja, jetzt ist folgende Sache. Mir gefällt das nicht, dass wir da so wenig Leben haben. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir können so ein Menschenbild benutzen. Wir haben davon nur 5 Stück. Es ist wahrscheinlich jetzt schon Verschwendung. Aber wir haben jetzt unsere Menschlichkeit zurückerhalten, in dem Sinne zurückerlangt. Jawohl. Da können wir auch, nee, obwohl, ja, wir haben erstmal wenig Pfeile, aber naja, egal. Bearer of the curse. Ja, große Seelen, ne, Seek mächtige. Ja. souls. Seek the king, Und lest den this. König. So, das kennen wir ja bereits. So, aufsteigen. Jetzt müssen wir natürlich mal überleben. Wo setzen wir die Punkte rein? Eieieiei. Was macht denn, ach so, die Anpassung gibt uns ja Resistenzen, Balance, Beweglichkeit. Oh, das ist eigentlich nicht verkehrt. Mehr Beweglichkeit. Aber. Lass mal überlegen. Noch ein bisschen mehr Ausdauer und Balance. Könnten wir eigentlich machen. Hätten wir sogar noch einen Punkt frei. Den würde ich dann wiederum in Stärke setzen. Und dann haben wir noch 1000 Seelen. Dann haben wir schon mal 100 Ausdauer. Das ist nicht schlecht. Körperliche Abwehr wird damit erhöht und wir verursachen auch mehr Schaden, ne? Ja, rechte Waffe, erste, zweite. Das machen wir so. Ich denke mal, wir werden noch ein paar Level-Ups schon hinter uns bringen. Das ist ja nur der Anfang. Und für die letzten. Ne, eine Scherbe haben wir nicht. Ach, wir haben den Schlüssel, fällt mir gerade ein. So, sprechen. I knew you'd be around soon. Ja, das kennen wir bereits auch schon. Wir werden Gegenstände kaufen, uns auf jeden Fall noch ein paar, na, hör auf damit. Noch ein paar Pfeile gönnen, weil die haben ja eigentlich einen recht guten Dienst uns erwiesen, ne? Ich meine, da kann man nicht meckern. So. I'll be around if you make it back.
Ja, ich denke mal, das werden wir schon schaffen. Und genau, da hinten ist nämlich das Haus, das war verschlossen. Da war ja das letzte Mal der Typ so nett hier, der die Karten gezeichnet hat. Und hat uns den Haustürschlüssel gegeben. Da werden wir doch jetzt mal reingucken. Hausschlüssel benutzt. Wunderbar. So, ich hoffe, dass hier kein, ne, Monster oder so um die Ecke lauert. Hm. Eine Menge, Menge Bücher. Und der ist auf jeden Fall eine Leseratte. Guck mal hier, was sind das denn? So Urnen. Können da Gegenstände drin sein? Hm. Oh, da ist ein Item. Pfarrer aus Weiz. Verkünder. Verkunder. Whatever. Wir haben so einen Stein. Ja. Das ist extrem cool. Richtig, richtig gut. So. Er hat gesagt, wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht tiefer reingehen. Und ich höre schon Schnaufen. Und das ist etwas, was mir weniger gefällt. Irgendwas wartet hier. Und das finde ich extrem uncool. Hallo? Jemand zu Hause? Da haben wir noch eine Truhe. Die werden wir natürlich öffnen. Komm, bitte keine Falle, ne? Nee, wunderbar. Was haben wir? No, dreimal Titanitscherbe und natürlich dreimal Fackel. Perfekt, nice, richtig gut. Ach, ich weiß, was das Schnaufen ist. Das sind die Schweinchen, ne? Ja, klar. Dumme Schweinchen. Die sind wirklich lästig, glaubt mir, Freunde. Achso, wir können sogar mal hier wieder auf unser Estus-Flashing gehen. Ist hier was versteckt? Nein, leider nicht. Habt ihr uns jetzt schon bemerkt, ja? Wollt ihr zu uns kommen? Na, dann kommt mal zu uns. Ich glaube nicht, dass ihr irgendwie in die Häuser die Treppen hochlaufen könnt, aber ich will euch jetzt den Mund nicht zu voll nehmen, denn wenn sie nämlich wirklich kommen, dann, naja... Das wäre nicht so schön. So, was haben wir hier? Oha. Oh, ich glaube, wir müssen aufpassen, Freunde. Blutfleck berühren. Die haben hier gegen irgendetwas gekämpft und sind daran... Ja. Nachricht lesen. Feuer wird benötigt. Hier. Feuer wird benötigt? Wie ein Traum. Ach so. Nee, oder? Soll das diese Steinkarte sein? Maybe. Ich weiß es nicht. Aber ich will jetzt wissen, gegen was die gekämpft haben. Ja, klar. Die sind hier weiter runtergegangen, ne? Hallo. Oha. 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 Hi, grüß dich. Oh, 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 oh. Da müssen wir aufpassen. Ein Skelett. Ich hoffe, du bist alleine. Oh, nein. Der kann uns sogar Blutungsschaden verursachen. Ich glaub's nicht. Okay, Attacke. Attacke ist der einzige Weg. Oh, ausweichen. Nein. Obwohl, wir schlagen uns ganz gut. Warte, wir bleiben hier. Komm, hau drauf. Du verlierst die Balance, ne? Jawohl. Und dann ist nämlich unsere Chance da. Ja, hahaha. So. Na? Ich höre nichts. Gegenstand aufheben. Ein Menschenbild. Coole Sache. Da haben wir nämlich eins benutzt und wieder eins bekommen. Okay, eine Truhe. Gegenstand aufheben. Jawoll, da ist noch eine Scherbe. Jawolle, jawolle. Nachricht lesen, gut hinsehen. Hä? Was soll das denn heißen? Gut hinsehen. Nanu? Nee, hier ist doch bestimmt keine versteckte Wand oder sowas, oder? Okay, hier haben wir nur eine Truhe. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Aber hier ist auch nichts. Oh, bitte keine Falle, bitte nicht. Die sieht echt alt aus, die Truhe. Da ist auch bestimmt ein dicker Schatz drin, oder? Ein Seelengefäß. Oha. Nachricht lesen, scheinbare Wand voraus. Ja, und das ist nämlich das, was ich meine. Wir könnten jetzt die Wand, wenn da eine Wand wäre, nicht öffnen. Ich glaube dem nicht. Das müsste ja genau hier an der Seite sein. Und hier ist keine Wand. Nee. Ach, solche Lügner hier. So, aber klasse Sache. Klasse, klasse Sache. Ein Seelengefäß, Seelengefäß werden wir uns auf jeden Fall gleich angucken. Ich will jetzt auf jeden Fall erstmal zu der netten, netten, süßen Dame. Ja, jollen Schweinchen. Denn wir können unser Estus wieder verbessern. Das ist klasse. Dann haben wir, meine ich, drei Stück, ne? Ja, drei. Find ich richtig gut, Freunde. Wir machen uns ja langsam. Auch wenn wir ab und zu noch mal ab und zu sterben, ne? Ab und zu. Is that a shard you found? Ja. Here, let me see it. So that I may help you.
to see light, to see hope. However faint it might be. Die Dialoge sind einfach total schön. So, dann wollen wir doch auf jeden Fall unser Estus-Fläschchen verstärken. Jawohl. So, jetzt müssten wir 3 Stück haben. Aufsteigen können wir nicht. Wir haben schon wieder 700 Seelen, hat er uns da unten gebracht. Das ist natürlich auch schon richtig nice. Die Seelen werden wir jetzt eben noch eintauschen. You again. Ja, tut mir leid. Ich weiß, du bist schwer beschäftigt, aber kaufen Pfeile. Auf jeden Fall werden wir uns nochmal 70 Pfeile dazu kaufen. Ich weiß nicht, wir haben jetzt 189. Ich weiß nicht, kann ein Köcher eigentlich so viele Pfeile tragen? If you make it back. Ja, wir werden auch wiederkommen. So, und jetzt werden wir wieder das Schwert wechseln, denn ich mag das Feuerschwert extrem gerne, weil es auch mehr Schaden macht. Vielleicht jetzt nicht sonderlich viel, aber mehr. So, Leuchtfeuer. Und dann, heieiei, geht's wieder zurück, ne? Wir haben da noch einen Weg. Ja, wir müssen die Treppe runter und dann durch das Gitter. Da war noch etwas. Das sah mir aus wie eine Art Fahrstuhl oder so. Da werden wir auf... Ah, nee. Nee. Ich habe sogar noch eine bessere Idee. Wie gehen wir da am besten hin? Ja. Da gehen wir hier entlang. Denn wir haben so einen Pharos-Stein bekommen. Und ich habe nicht vergessen, wo wir den Pharos-Stein einsetzen können. Deswegen werden wir auf jeden Fall jetzt mal hier eben kurz nochmal den Weg freiräumen. Wir haben die Taktik ja bereits herausgefunden, wie es halt funktioniert. Ja, komm hoch. So, dann kriegst du nämlich noch einen ab. Oh ja, wir werden langsam immer stärker. Das finde ich super, finde ich das. Oh, 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 nein. Oh, verdammt, da müssen wir aufpassen. Wechsel mal bitte eben, ja. So, dann komm mal her, mein Freund. Hol doch nochmal drauf zu, komm schon. Nicht rückwärts gegen Kiste, vorwärts. Na komm. Was machst du denn da? So macht man Kisten kaputt, falls du es nicht kennst. Er tut nix, ne? Ja, genau. Und jetzt will er uns überraschen, ist klar. Ich gehe die Treppe runter, wenn du keinen Bock hast. Ja, ich wollte gerade sagen. So. Boah, der braucht 4 Schläge. Was ist denn jetzt kaputt gewesen? Geblockt? Ich weiß es nicht. So, dann wollen wir einmal hinunter. So, und hier war nämlich... Hallo? Ja, genau das war nämlich hier. So, und jetzt sind wir natürlich nicht blöde. Wir kennen ja die Taktik, oder ich sag jetzt mal den Trick. Oh, die haben den gar nicht mitgenommen. Das heißt, wir haben jetzt sogar 4 Gegner. Ja, ist ja kein Problem. Kriegen wir schon hin. Irgendwie. So. Ja, mir egal. Ich weiß, du hast ein Schild in der Hand, dann kannst du gerne meine Pfeile blocken, aber ich werde da nicht einfach so blind runterlaufen. Glaub mir mal. Nochmal werden wir nicht sterben wegen denen. So, wo sind sie denn? Freunde? Jungs, kommt da? Finde ich super, wenn ihr mitkommen würdet. So, schnell wieder hoch. Ich weiß, ist ein bisschen feige, weiß ich, aber... Man sollte in Dark Souls 2, glaube ich, nicht als Ziel haben, die ganze Zeit drauf zu gehen. So, wen können wir denn von euch ins Visier nehmen? Ich hoffe, wir werden auch nicht runterfallen. Das wäre nämlich jetzt alles andere als schön. Na, komm schon. Jetzt lauf nicht irgendwo da hinten hin. Sehr schön. So, und dann kommst du nämlich noch dran, mein Freund. Wenn ihr nämlich zu blöd seid, Leitern zu steigen, dann... Oh nein, doch runtergefallen. Ist das euer Problem? Eieiei, haben wir nochmal Glück gehabt. So, das müsste aber noch einer sein, oder? Ich höre Schritte. Aha, da hinten ist er. Ja, dann komm mal her. Sind wir denen mal entgegenkommend? Hallo? Hallo? Was machst du? Hier bin ich. Ja, genau hier bin ich. Ja, jawohl. Und jetzt sind wir da. Jawohl. Da haben wir es richtig gemacht. Da haben wir ihn richtig gut getroffen. Ach, jetzt sind die da unten natürlich auch da, weil die Tür offen ist. Ach, Mist. Mist. Ja,
du kannst hier nicht hoch, ne? Hab ich recht? Nee, die können irgendwie keine Leitern hochklettern. Ich will hoffen, dass das auch immer dabei bleibt, muss ich ehrlich zugeben. Weil das wäre natürlich... Oh, da hätten wir gar keinen Zufluchtsort mehr. So, dann wollen wir natürlich jetzt mal eben kurz fix hier runter. Und ja, na klar, sind da noch mehr, ne? Na, hast du uns gehört? Ich höre auf jeden Fall Getrappel. Aha, da ist Nummer 1. Da ist Nummer 1. Und der hat uns jetzt, glaube ich, auch gesehen, oder? Hast du uns gesehen? Guck mal, hier sind wir, mein Freund. Ja, genau, hier sind wir. Das war ein schöner Treffer. So, dann komm mal her mit deinem Speer da, oder? Die Lanze, whatever jetzt, letzten Endes. Na komm, jetzt hau schon. Ja, wir müssen ihn halt irgendwie umkreisen. Das wäre die beste Möglichkeit. Aber naja, so geht es auch. Und da ist jetzt, meine ich, noch einer drin, ne? Das waren ja 3 waren's. Ja, genau. Na, komm schon. 1, 2. Nanu? Na, haben wir dich doch noch erwischt. Schön. Haben wir immerhin schon mal wieder ein paar Seelen gesammelt, Freunde. Und das große Geheimnis, wenn wir da so einen Stein einsetzen sollten, sehen wir leider erst das nächste Mal. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da, würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal.